Ich hab was entdeckt. So ist doch mal ein toller Hintergrund, so ein bisschen andere Farbe. Erstens und zweitens, so eine andere Haltung mit der Kamera. Genau, ich habe es mal ausprobiert. Das ganze System. Was wollte ich noch erzählen? Ja, könnte noch einiges erzählen. So von den letzten Jahren oder überhaupt. Aber vielleicht wäre es besser, wenn ich jetzt von jetzt erzähle. Das ist auch cool. Weil jetzt habe ich auch schon wieder einiges geschafft. Ich habe heute Morgen halt meinen Kontostand nachgeguckt. Weil zurzeit lebe ich ja, ich lebe ich halt von, ich bin ehrlich, vom Arbeitsamt und vom Jobcenter. Weil, ja, erstens ich als mich die letzten Jahre seelisch wohl kaum überarbeitet, oder ich sag mal, doch, ich habe mich halt überarbeitet, sag ich mal. Wenn man viel arbeitet und gar keinen Urlaub gemacht hat, also ich habe halt in den letzten Jahren halt auch keinen Urlaub gemacht, ich habe viel gearbeitet, das kann ich ja wirklich ehrlich sagen, ich habe wirklich viel gearbeitet bei mehreren Arbeitgebern. Es hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe auch viele Menschen begleitet in der Zeit der Arbeit, weil ich halt im sozialen Bereich gearbeitet habe. Und was wollte ich sagen? Genau, dass ich halt viel gearbeitet habe und dass irgendwann der Körper gesagt hat, jetzt ist Stopp. Der hat wirklich Stopp gesagt, weil musste mich dann halt krank schreiben. Ich konnte mich halt nicht bewegen vor Schmerzen, mir tat alles weh und ich bin von Arzt zu Arzt gerannt. Gerannt konnte ich ja, rennen konnte ich eigentlich gar nicht, weil ich ja kaum laufen konnte. Aber ich bin halt da überall gewesen, ja, wo man halt hingehen kann, um die Schmerzen zu lindern. Und dann, ja, habe ich das natürlich alles gemacht. Die Schmerzen wurden kaum weniger. Ich war halt ein paar Wochen halt krank und dann habe ich mir gedacht, ja, tun wir mal kürzer treten, egal ob wir jetzt mit dem Geld auskommen oder nicht. Also habe ich von drei Jobs auf einen Job mich begnügt oder wie auch immer, ja, mit einem Job klarzukommen, damit ich auch wieder Zeit für mich habe. Und hatte ich natürlich auch. Und ich habe mich halt auch, ich meine, die Ratschläge von den Ärzten habe ich auch angenommen. Wobei ich zuerst, wo die eine Ärztin mir gesagt hat, dass sie sind ja noch so jung, sie können das alles mit Sport ausgleichen, habe ich mir nur gedacht, sie ist lustig, ich habe keine Zeit für Sport, weil ich habe eine 30-Stunden-Stelle, eine 10-Stunden-Stelle und dann noch einen Minijob. Und ja. Und renne von da nach da sozusagen und habe kaum Zeit. Und wenn ich dann Zeit habe, dann liege ich im Bett und schlafe, weil ich sonst keine Kraft mehr habe für irgendwas anderes. Das habe ich zumindest letztes Jahr gemacht. Und deswegen, ich hatte auch nur Jahresverträge oder ich sag mal, die 30-Stunden-Stellen, die ich hatte in den letzten Jahren, waren Krankheitsvertretungsverträge und das wurde entweder verlängert oder wie auch immer. Und dann lief halt jetzt der letzte Vertrag für diese 30 Stunden letztes Jahr aus im Dezember. Und haha, ich kann auch noch sagen, ich habe dann auch endlich meinen Resturlaub bekommen. Weil das mit den Urlaubstagen, auch wenn man Urlaubsanspruch hatte, zumindest ich hatte auch immer Urlaubsanspruch, den Urlaub, den ich dann versucht habe, genehmigt zu bekommen von den Arbeitgebern, habe ich meistens auch nicht gekriegt, weil immer irgendjemand krank war und man hat halt doch weitergearbeitet. So, deswegen habe ich auch gesagt, oder sage ich euch, dass ich wirklich in den letzten Jahren überhaupt keinen Urlaub gemacht habe oder Urlaub genommen habe. Oder eigentlich schon, aber ich habe trotzdem gearbeitet, weil ich halt so viele Arbeitsstellen hatte. Bis halt zu der einen Stelle, aber trotz alledem, auch wo ich nur eine Stelle hatte, kam ich nicht zu meinem Urlaub oder zu meinen freien Zeiten und freien Tage. Deswegen sage ich euch, mir tut es auf keinen Fall leid, dass ich jetzt arbeitslos bin und hier sitze und denke, und nicht denke, sondern sage,
Mein Kontostand ist jetzt im Juni schon auf Null, weil ich einiges gezahlt habe oder zahlen darf, muss oder weil ich auch einiges gebraucht habe im letzten Jahr, also halben Jahr. Oder, nee, von letztes Jahr Oktober bis jetzt fast. Also ich hatte halt auch zwei Anwälte benötigt, weil ich halt Schimmel in der Wohnung hatte und das einfach nicht mit der Sanierung, Renovierung gepasst und gedauert und ja, funktioniert hat. Und den Anwalt zahle ich halt ab und dann bräuchte ich doch eine Anwältin, damit ich auch zu meinen Unterlagen kam für ja, das Arbeitslosengeld und so weiter. Ja. Aber ich sitze halt noch hier. Und das ist schön, ne? Sitze hier und habe manchmal meinen Spaß. Zumindest mit dem, ja, was ich mache. Weil erstens kann ich auch sagen, auch wenn ich kein Geld habe, Leute, ich habe ja alles bezahlt. Ich habe noch Internet. Das ist doch immer wunderbar. Ich hatte mal eine Zeit, also 1 oder 2 Jahre, wo ich gar kein Internet hatte, also keinen Telefonanschluss und so, weil ich dafür kein Geld hatte und habe. Und ich habe mir das halt jetzt sozusagen mal wieder gegönnt. Und ich finde das gut, weil ich kann somit auch was am Computer machen, also am PC, ob ich Bilder bearbeite oder Videos hochlade oder sonst was. Ich habe halt Internet und das ist bessere Internet, als wenn ich jetzt über eine so eine Handykarte online gehe. Das dauert ja noch länger als über den PC, wobei ich habe wirklich keine gute Leitung nach dem Stand des Telefonanbieters, aber es klappt ja. Und das finde ich gut. Und ich finde es ja auch gut. Ich finde es nicht nur gut, ich finde es echt wirklich super. Ich bin richtig cool und glücklich darüber, dass ich einfach jetzt so auch alle Sachen, die ich auf einer Festplatte habe, nochmal angucke. Weil ich finde das echt cool und toll und bin richtig stolz auf mich, dass ich so viele Sachen, Entschuldigung, tolle Webseiten, für mich sind die toll, hergestellt habe. Von mir aus selber und egal, ob es jemand nicht gefällt oder so. Ich finde es toll und bin auch glücklich und froh darüber, dass es die Leute, für die ich die Webseiten gemacht habe, dass die immer noch, also dass einige noch da hinter mir stehen. Und ja, Entschuldigung, muss halt sein gerade. Muss halt irgendwie, muss ich halt gerade darüber weinen, weil das ist voll cool. Ja, ich finde das toll, dass ich das gemacht habe und dass ich einfach diese, egal welche Bilder es sind, als von Künstlern oder Naturbilder, dass ich die so bearbeitet haben konnte oder dass ich das selber so gelernt habe, also selber mir beigebracht habe, so auch diese ganzen Webseitenmacherei und so. Ich habe mir eigentlich wirklich viel selber beigebracht und das finde ich richtig toll. Genau, das wollte ich einfach mal sagen. Und jetzt wünsche ich euch ein weiteres schönen Tag. Also die Sonne scheint mich so da auch rein, so irgendwie. Ich habe ein bisschen Gardine zu, so. Und ich gehe nachher nochmal raus dann. Also ich war vorhin schon mit meinem Hund und deswegen muss man ja nicht ständig draußen sein. Also muss man das ausmachen.